Entschuldigung. Sie noch Platz? Klar. Darf ich? Geht's? Ging. Geknackt. Bitte? Der Verschluss, er hat nicht geknackt. Wo haben Sie denn das Wasser her? Das habe ich vorhin am Bahnhof gekauft. Ich würde es nicht trinken, ist nachgefüllt. Keine Sorge, ich habe einen Saumagen. Trinken Sie es nicht. Darf ich mal? Danke. Wenn der Test blau wird, werden Sie Ihr blaues Wunder erleben. Falls Sie trinken. Ich habe auch noch Ingwertee. 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 Das lasse ich auf den Test ankommen. Na dann. Can I help out? Yeah. How you guys doing? Wo müssen Sie hin? Ich muss nach Piran. Na dann? Ja. Ja, ich habe aber viel Gepäck. Ich mal kurz. Kuala Lumpur. Sie können Slowenisch? Nur vielen Dank, mehr kann ich nicht. Sehen Sie, sind lernfähig. Das war Wodka. Was haben Sie denn da in Ihrer Tasche? Was? Sie krallen sich dran fest, als wären da 5 Millionen Dollar drin. Entschuldigung, ich wollte nicht. Die Tasche ist nur halb voll Geld. Der Rest sind Unterhosen und Socken. Keine Sorge, ich bin kein Bankräuber, spiele Poker. Ah, ich wusste gar nicht, dass das ein richtiger Beruf ist. Zumindest kann man damit Geld verdienen. Aber das ist nicht meins, ich setze für einen Auftraggeber. Ah. Ja. Wow. Ich bin Tom. Eva Schumacher. Und was ist in Ihren Koffern? Ich kann Ihnen mit unserer Aufbereitungsanlage 1000 Hektoliter Durchsatz am Tag garantieren. Vielleicht sogar 1100. Ohne Zusatz von Chlor oder Formaldehyd. Sauberes, trinkfähiges Leitungswasser. Sie wissen um die Dringlichkeit unseres Problems, Frau Dr. Schumacher. Jeden Tag, den diese Anlage hier steht, kostet uns knapp 50.000 Euro. Ja, ist mir bekannt. Gut. Dann stellt sich uns nur noch die Frage, wann können Sie liefern? Nun, wenn ich bei den Italienern kaufe, dann läuft in 5 Tagen hier wieder das Wasser. Ja, aber die sind doppelt so teuer und benutzen Natriumchlorid.
Schweiß? 3 Monate. Ja, früher schaffen wir es nicht. Ich meine, wir könnten es auch in 2,5 Monaten schaffen, wenn wir vorher mit dem Typ... Wir werden Ihr Angebot prüfen, Frau Dr. Schumacher. Danke, dass Sie gekommen sind. Ihre Ausführungen sind sehr interessant. Danke. Wiedersehen. Hallo, Liebe. Hallo. Oh, oh, das hört sich nicht gut an. Hajo, ich hab's vermasselt. Das glaube ich nicht. Ich weiß, dass Sie nicht unterschreiben werden. Ich hätte Ihnen einfach versprechen sollen, dass Sie Ihre Anlage nächste Woche bekommen, dann hätten Sie unterschrieben. Die Italiener machen es nicht anders. Ja, jetzt pass mal auf, die Italiener, die können vielleicht so zocken, aber du arbeitest für ein renommiertes Institut. Von dir erwartet man, dass du die Fakten auf den Tisch legst. Sonst kannst du deinen guten Beruf bald vergessen. Ja, mag sein, aber der Auftrag ist weg. Ach, Liebes, jetzt warte doch erst mal ab. Und red dir nichts ein, du wirst sehen, am Montag melden die sich. Könnte ich Sie fragen? Ich übernachte hier. Sehen Sie, da haben wir schon was gemeinsam. Ist das Zufall? Sie wussten, dass ich hier wohne. Also kein Zufall. Würde Ihnen das gefallen? Hören Sie doch auf. Ich wohne immer hier. Ah ja? Sie können an der Rezeption nachfragen, wer Sie beruhigt. Wollen Sie was trinken? Ja. Ein Wodka-Martini, bitte. Ein Wodka-Martini für die Dame, bitte. Ja. Und? Gewonnen? Gewinnen Sie oft? Ja. Dann sind Sie ein richtiger Glückspilz. Das hat mit Glück nichts zu tun, sondern mit Mathematik und Psychologie. Ah, so. Und Sie? Heute habe ich zumindest mal ordentlich verloren. Wie kann eine Frau wie Sie verlieren? War nicht besonders elegant, ich nehme es zurück. Nee, machen Sie nur weiter. Ich bin es nur nicht mehr gewohnt. In meinem Alter redet man mit Männern eher über Bandscheibenvorfälle und... Oh Gott, was rede ich denn da? Vergessen Sie es einfach. Schon vergessen. Noch einen bitte. Was ist passiert heute Mittag? Wissen Sie, was ich überhaupt nicht kann? Pokern. Soll ich es Ihnen beibringen? Ich glaube, Sie haben Talent. Woher wollen Sie das jetzt wissen? Ich hätte das Wasser nicht getrunken, wenn Sie mich nicht so provoziert hätten. Das ist höchstens eine 9. Probier's nochmal. Gratuliere, du hast einen Ass. Verdammt nochmal, wie machst du das denn? Das hat nichts damit zu tun, ob du
mit den Augen zuckst oder nicht. Ich versuche wahrzunehmen, was du wirklich fühlst. Aha, und das kannst du? Das kann jeder. Probier es aus. Ich kann das nicht. Natürlich kannst du das. Bei deinem Job musst du auch wissen, was dein Gegenüber denkt. Also los, probier's. Komm schon, sag's. Du willst mit mir schlafen. Und? Was ist daran so lustig? Later. Mami, wo bist du? Ich versuche dich seit Tagen zu erreichen. Dein Handy ist aus, zu Hause bist du auch nicht. Wenn es tut, habe ich keinen Bock anzurufen. Ich glaube, Pablo hat eine andere. Hallo Liebe, bist du gut angekommen? Du, ich bin so um 7 zu Hause. Lass uns das Essen gehen. Ja? Tschüss. Na? Und, wie war Slowenien? Wie ich den Buschfunk kenne, weiß es doch eh schon. Hm. Genau ist nicht. Ja, es war ein Reinfall. Oh, es tut mir leid. Na, dann noch frohes Schaffen. Danke. Ah, Tag, Professor. Hallo, Eva. Dieses Arschloch. Vergiss doch Dennis Hofreiter. Der sitzt mir wegen jedem Mist im Nacken. Hm? Wo warst du eigentlich? Ich hab dich versucht zu erreichen auf allen Kanälen. Ach, ich war einfach völlig fertig. Dafür siehst du aber ziemlich gut aus. Naja. Hallo. Heute Abend bei dir? Ich bring was mit. Mhm. Eva, vergiss die Slowenen. Die sollen sich von den Italienern übers Ohr hauen lassen. Deine Hände sind wieder so kalt. Oh ja, schon mal noch.
Brot ist tabu. Keine Kartoffeln, keine Karotten, keine süßen Früchte und Schoki, Zucker und sowas natürlich sowieso nicht. Aber ansonsten kannst du essen, was du willst, Dimi. Ich habe nächsten Donnerstag ein Date, da müssen noch 2 Kilo runter. Oh, schon wieder Internet? Es ist wirklich ganz einfach. Du musst nur auf den glykämischen Index achten. Je langkettiger die Kohlenhydrate, desto besser die Verwertungsmöglichkeiten für den... Hallo. Pablo. Hallo, Eva. Das ist Pablo, der Freund von meiner Tochter. Ah, hallo. Ich bin Dimi, die kleine nette Kollegin ihrer Schwiegermutter ins Spiel. Ich bin 2 Tage in der Stadt. Wollte wissen, wo deine Tochter ist. Ich kann sie nicht erreichen. Für 2 Tage? Okay. Ich komme gleich nach, ja? Okay, ja. Schön, Sie zu sehen, Frau Dr. Schumacher. Eva? Ja? Gleich. Das ist ein guter Typ, der Herrn Grau. Ja. Das ist ein guter Typ. Ein sehr guter Typ sogar. Ich warte da mal draußen. Sagen wir 20 Minuten. Guten Morgen, Eva. Hi. Wer war das denn? Das war Pablo, der Freund von Leonie. Du hast mir nie erzählt, dass der Freund von deiner Tochter so ein Schnittchen ist. Wäre ich noch ein bisschen jünger, wäre das genau mein Typ. Findest du ihn wirklich so jung? Wie meinst du das jetzt? Na ja, ich meine, du bist ja gerade mal 35. Eva, der ist doch bestimmt 10 Jahre jünger als ich. Ich mach mich doch nicht lächerlich. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Fast alle Thymin-Moleküle sind neu gebunden. Kein C5 ist mehr da, wo es hingehört. Die C6 auch nicht. 0,1%. Die Replikation ist fast komplett im Arsch. Nur noch 4% der DNS sind intakt. Doch super, oder? Manchmal bist du echt komisch, Eva. Wir können das Ganze ja noch mal mit 270 Nanometer ausprobieren. Soll ich das mal vorbereiten? Ich bin gleich wieder da. Was willst du hier? Keine Ahnung. Vielleicht ich. Ganz entspannt, okay? Du tauchst dir einfach so auf. Du hättest mich ja vielleicht mal anrufen können. Ich hatte deine Nummer nicht. Aber wo ich arbeite, das hast du rausgefunden. Ja, das war auch einfach. Frau Dr. Schumacher veröffentlicht ja fast jede Woche einen Fachartikel. Ich bin für 2 Nächte in der Stadt. Und außer dem Spiel morgen Abend habe ich nicht viel vor. Und ruf mich einfach an. Tom, ich bin 21 Jahre älter als du. Das ist mir scheißegal. Ach, bringst du bitte noch einen Wein mit? Einen weißen? Riesling! Und ist er auch kalt? Ja. Probieren. Lecker. Komm, jetzt mal den Salat noch alle her. Eva, was ist denn eigentlich los mit dir? Nichts.
Ich habe das Gefühl, wir haben den ganzen Abend nicht mehr als 5 Worte miteinander gewechselt. Ich bin nur müde. Hat es immer noch was mit den Slowenen zu tun? Ich meine, du hast auch selber gesagt, dass du ein Problem damit hast, die Fertigstellungsprognosen ein bisschen zu, also optimistischer darzustellen. Aber du hättest das Projekt ja nicht unbedingt Dennis übergeben müssen. Bertram wollte ihn. Ja, ich weiß. Da kann man nichts machen, ne? Nachtisch? Hajo, ich fahre nach Hause. Nach Hause jetzt? Ja, ich habe Kopfweh. Wir sehen uns Montag, ja? Aber nur diese Nacht. Was ist denn das für ein Pokerturnier morgen? Das ist kein Turnier. Zumindest kein offizielles. Was heißt das? Das heißt hohe Gewinne, hohe Einsätze, viel Schwarzgeld. Nimmst du mich mit? Ich will sehen, wie du spielst. Du willst mich ablenken? Vielleicht. Um wie viel geht's denn? 100, 200.000. Und was machst du, wenn du gewinnst? Dann höre ich auf, geh nach Panama. Nach Panama? Was willst du denn in Panama? Weiß nicht. Rinder züchten. Vielleicht erstmal gar nichts. Keine Ahnung. Hauptsache weg hier. Du verarschst mich, oder? Panama City. Und was machst du, wenn du nicht gewinnst? Ich hab doch gesagt, ich gewinne immer. Ich kann auch hier bleiben, wenn du willst. Nur diese eine Nacht, das war der Deal. Schade. Du bist die erste Frau, mit der ich mir vorstellen könnte, zusammenzuleben. Du bist echt so ein Spinner. Warum? Weil das nicht geht. Nenn mir einen vernünftigen Grund. Ein.
Ach, Dimi, eine Frage. Haben Sie eine Ahnung, wo Frau Schumacher steckt? Ja, die ist krank. Ach. Die hat heute Morgen angerufen. Was hat sie denn? Magen. Hm. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Nee. Ich werde es mal privat versuchen. Stand up, dumb, dumb, dumb. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. Hell yeah, hey DJ, bring that back. How you ain't gon' fuck? Bitch, I'm me. I'm the goddamn reason you in VIP. CEO, you don't have the CID. I'm young, wild, and strapped like T.I. Lee. We ain't got nothing to worry about. Whoop ass, let security carry them out. Watch out for the medallion, my diamonds are reckless. Feels like a midget is hanging from my necklace. I pulled up with a million trucks. Looking, smelling, feeling like a million bucks. Past the bottles, the heat is on. We in the huddle, all smoking that Cheech and Chong. What's wrong? The club and the moon is full. And I'm looking for a thick young lady to pull. One sure shot way to get them out of them pants. Take note to the brand new dance like this. When I move, setz eine Runde aus. Morgen. So, einen Kaffee?
Ich heiße übrigens Tom. Redest du immer so viel? Bist du Mamis neuer Lover? Sorry, blöde Frage. Natürlich bist du das. Oh mein Gott. Wieso oh mein Gott? Naja, weil das abartig ist. Weißt du, wie alt meine Mutter ist? Ja. Wieso? Meine Mutter ist 44. Ihre Gebärmutter ist wegoperiert. Was bitte willst du von ihr? Rate. Ihr Geld? Verdien selbst genug. Ah, womit denn? Guck. Hi. Hallo, Mami. Was machst du denn hier? Warum hast du mich nicht angerufen? Oh, ich hab angerufen. Gestern. Gefühlte 10 Mal. So, einen Kaffee. Ja, danke. Mami, können wir kurz reden? Was ist los mit dir? Mir verbietest du, auf die Schauspielschule zu gehen, weil das ja zu unvernünftig ist. Und selber gehst du mit einem Typen ins Bett, der 30 Jahre jünger ist als du und Poker spielt. 21. Was? Tom ist 21 Jahre jünger als ich. Ach so, na dann. Und was hast du gegen Poker? Ist doch ein ganz einträgliches Geschäft. Und was ist mit Hajo? Ich meine, Hajo? Wer ist gleich nochmal Hajo? Verdammt nochmal, Leonie. Ja, der Typ ist 21 Jahre jünger als ich und ja, der spielt Poker und ja, das ist alles völlig abartig und ich habe gerade gar keine Ahnung von gar nichts. Das ist bestimmt der Typ mit den Büchern. Geh mal, mach mal auf. Los, geh. Hajo. Hallo. Pablo, wir haben uns schon mal gesehen. Hallo, Leonie. Ich wusste gar nicht, dass du auch da bist. Hallo. Wo ist denn Eva? Oben im Schlafzimmer. Und wir zwei gehen mal Frühstück machen, oder? Frühstück. Frühstück. Also, ich glaube, deine Mutter würde es sehr begrüßen, wenn du das Spiel mitspielst. Wenn es nicht eh schon zu spät ist. Aber das ist totaler Bullshit. Leonie, das ist ganz simpel. Deine Mutter und ich hatten ein bisschen Spaß. Nichts weiter. In 3 Stunden bin ich auf dem Flieger nach Panama, bin weg. Deine Mami sieht mich nie wieder. So war der Deal. Der Deal? Und warum verschwindest du dann nicht einfach? Jetzt sofort? Hajo, ich... Ja, was denn? Leonie und ich... Wir wollten fragen, ob ihr nicht lieber alleine frühstücken wollt. Ja, also wegen mir könnt ihr gerne bleiben, oder? Siehst du? Die haben gar nichts dagegen. Dann bleiben wir zum Frühstück. Okay. Ja. Und was machen Sie so beruflich? Ich meine, das ist ja alles nicht mehr so einfach heute. Oder studieren Sie noch? Poker, ich spiele Poker. Poker? So richtig um Geld? So richtig um Geld. Das ist ja interessant. Und davon kann man leben? Solange man gewinnt. Schatz, du hast mir gar nicht erzählt, dass Leonie so einen außergewöhnlichen Freund hat. Danke. Und wo habt ihr zwei Hübschen euch kennengelernt? Nicht beim Pokern, oder? Nein, stopp, das... Erzählen wir es nicht wirklich, oder? Wieso nicht? Schon eine krasse Geschichte. Stimmt. Ist vielleicht wirklich ein bisschen too heavy für so ein Frühstück. Oder was meinst du, Mami? Und ich muss auf den Flieger. Wo soll's denn hingehen? Panama. Was machen Sie in Panama? Weiß ich nicht.
So ein Leben möchte ich auch mal haben. Soll ich dich nicht doch noch zum Flughafen bringen? Mein Liebster, hm? Lass mal, ich habe mir ein Taxi bestellt. Mhm. Ich bringe dich aber noch zur Tür. Ja, Hajo? Pablo, alles. Alles Gute. Ich habe ja auch mal gepokert. In Las Vegas, ich meine, das ist ewig her. Also das ist eigentlich nicht, es war nicht Poker, es war Blackjack, aber ich war mit einem Freund an der Westküste in Los Angeles und da sind wir getrennt und Los Angeles noch. Tom! Komm zurück! Du kommst doch nicht im Ernst, dass das hält. Ich weiß es nicht. In 2-3 Monaten hatte ich dieser Typ abgelegt wie einen ausgelatschten Turnschuh. Hör auf! Und ich dachte, wir werden mal alt zusammen. Ich habe noch 8 Jahre am Institut. Es tut mir leid. Okay, wenn du das jetzt brauchst, dann mach das. Ich habe damit kein Problem. Ehrlich. Okay? Die Leute werden sich das Maul zerreißen über dich und dein Tollboy. Ruf mich an, wenn du wieder normal geworden bist. Aufstehen. Geht doch ganz schnell. Oh. Du Spinner! Analysebericht für die Lyron-Aktie. Habe ich dir erzählt, dass Hajo vielleicht geht? Der hat ein Angebot von Hydroscience. Die wollen ihm den gesamten Bereich Südamerika geben. Muss er auf seine alten Tage noch Spanisch lernen. Musst du noch mal ins Bad? Ja. Du musst den Duschvorhang aus der Wanne nehmen. Das gibt sonst Stockflecken. Weiß ich. Wieso machst du es dann nicht? Keine Lust. Ach so ist das. Er war nass und klitschig und ich war im Handtuch. Und das gibst du einfach so zu? Es ist ein Duschvorhang, ne? Kein Picasso. Wenn er Flecken hat, kaufe ich einen neuen. Snob. Zicke. Wie lange willst du den Job noch machen? Bis ich keine Lust mehr habe. Passt nicht zu dir. Sag mal, bin ich gestern noch mit dem Auto gefahren? Weiß ich nicht. Autoschlüssel? Grins nicht so doof. Der ist ja süß. Konnte ich gestern nicht dran vorbeigehen. Was mit der schwarzen Jacke? Ja, habe ich schon geguckt. Und in der Dienstjacke auch. Und hier ist er auch nicht drin. Andere Tasche? Nee, ist er nicht. Komm, ich warte dich. Ich
verstehe nicht, wo der ist. Kannst du bitte alles auf 11 legen? Hallo, Leonie? Weil ich es nicht schaffe. Sag einfach, dass ich es nicht schaffe. Das passt schon. Punk, warum muss ich bei jeder Besprechung dabei sein? Zu Hause. Aber warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Natürlich komme ich. Es geht los. Hm? Heute? Hausgeburt. Hausgeburt? Ja. Oh mein Gott, ich weiß nicht. Leonie, ihre Geburt hat 26 Stunden gedauert und danach Kaiserschnitt. Die Mama, das ist ja schön. Mussten Sie lange warten, Ihre Tochter ist schon voll dabei. Mami. Oh. Sie können Ihre Tochter ruhig anfassen. Ich habe mir die Hände noch nicht gewaschen. Macht ja nichts. Gut, Leonie, schön atmen. Mami, ich will nicht mehr. Leonie, hast du dir das auch richtig überlegt? Ich meine, was hier alles passieren kann, eine Hausgeburt. Leonie macht das super. Ja! Das ist gut, Leonie. Ja, und schön atmen und so, das geht so nicht. Ich rufe jetzt im Krankenhaus an. Das geht nicht. Eva, kommst du mal bitte? Ist alles okay, Leonie? Alles okay, du machst das gut. Alles klar. Schau mich an. Schau mich an. Was braucht deine Tochter jetzt? Ein Krankenhaus. Nein, eine Mama. Leonie braucht jetzt dich. Kein Gerede vom Notarzt oder so. Tom, meine Geburt hat 26 Stunden gedauert, ich weiß. Bleibst du dann bitte jetzt da, falls irgendwas passiert? Ja, ich bin da. Du gehst jetzt rein und machst deinen Job. Alles wird gut, okay? Rosen! Hey, sorry, Tom, ich... Alles gut. Ich glaube, ich pack das einfach nicht. Kein Problem. Ja, komm, du hast gleich geschafft. Komm, ich sehe den Kopf. Komm. Ja. Super, weiter, weiter. Es ist ein Junge. Tom, könnten Sie sich mal nützlich machen? Danke, Tom, dass du... Klar. Eva, bringen Sie bitte noch zwei warme Handtücher mit. Ah, und vergessen Sie das Wasser nicht. Nehmen Sie ihn mal. Nein, ich kann es nicht. Bitte. Aber sicher können Sie das. Sie können nichts falsch machen. Setzen Sie sich doch auf den Sessel da. Scheiße! Aua! Sie halten einfach die Sauerstoffmaske vor sein Gesicht. Mhm. So. Gut. Sie können nichts falsch machen. Alles okay. Hey, kleiner Mann. Wir kriegen das hin, ja? Glaub mir, ich bin viel aufgeregter als du. Hast du den Fisch auf der Tageskarte gesehen? Was? Was ist los? Du hast doch was. Als ich dich da vorhin mit dem Bibi gesehen habe. Eva, bitte lass es, ja? Ich will keine Kinder, okay? Woher willst du das jetzt so genau wissen? Ich weiß es eben. Und es wäre nett, wenn du mal ernst nimmst, was ich sage. Hallo Eva. Na, geht's dir wieder besser? Wir haben dich heute vermisst bei der Teamsitzung. Ich war nicht krank. Meine Tochter hat heute ihr Baby bekommen. Oh, gratuliere. Toll. Was ist es denn? Ein Junge. Oh, toll, toll, toll. Darf man also dem frisch gebackenen Papa gratulieren? Aber auch schon zwei. Da ändert sich alles, mein Junge.
Ich bin nicht der Vater. Ah. Nicht. Ja, das ist Tom Schütte, ein guter Freund von mir. Darf ich vorstellen? Verena, meine Frau. Das ist Eva, eine Kollegin. Und ein guter Freund. Um genau zu sein, ich bin der Freund. Ach, echt? Ja, hallo. Ach, übrigens. Koller geht. Kann nicht sein. Wie, wusstest du gar nichts davon? Ja, ich hab keine Ahnung. Eva, ich würde gern bestellen, die Küche macht zu. Er geht zu Hydrus, Heinz. Die haben ihm ein Angebot gemacht, er soll den ganzen Bereich Südamerika übernehmen. Wow, da muss er ja auf seine alten Tage noch Spanisch lernen. Geht auch auf Englisch. Also wir hatten die Softshell Crab Chuchi. Bisschen trocken. Ja, aber es wundert mich nicht, der wollte ja schon lange mal raus. Wie lange geht das denn schon mit euch beiden? Ich meine, ist ja nichts dabei. Siehst ja noch verdammt jung aus. 5 Jahre. 5 Jahre? So richtig mit... Richtig mit wildem Sex? Klar. Ziemlich häufig sogar. Also, das habe ich nicht gemeint. Nee? Ach so. Was dann? Naja. Also, für mich klang es ja danach. Ich finde es übrigens auch eine verdammt gute Frage. Wie sieht's denn bei euch aus? Wir sind verheiratet. Das beantwortet meine Frage nicht. Oder doch? Dann heißt die Antwort nein. Tom, hör auf. Wieso soll ich aufhören? Ich frage ihn nun zurück. Tom! Na los, Dennis. Butter bei die Fische. Wie sieht's denn bei euch aus? Tom! Ja, wir haben auch noch Sex. Gratuliere. Dann hätten wir das geklärt. Also ich nehme den Fisch und du? Musste das wirklich sein, ja? Hat sich der kleine Junge schlecht benommen? Ausgerechnet Dennis Hofreiter, dieser Vollidiot. Ich find's zwar mal an der Zeit. Wie lange willst du noch geheim halten, dass wir zusammen sind? Ist doch so schon schwer genug. Was ist schwer? Die Blicke, wenn die sehen, dass wir ein Paar sind. Das Gerede. Scheiß aufs Gerede. Die gucken mich an, nicht dich. Verstehst du? Wissenschaftliche Leitung. Ich. Ja, wir alle haben beschlossen, das heißt die gesamte Abteilung 21, dich beim Vorstand vorzuschlagen als neue wissenschaftliche Leiterin. Aha. Puh. Ich danke dir, Heil. Vor allem, dass du so an mich glaubst. Eine Frage möchte ich dir noch stellen. Du und ich, haben wir noch eine Chance? Was? Ich möchte einfach nur wissen, ob... Gibt es da noch eine Kammer in deinem Herzen? Ich meine, eine Kammer, die für mich schlägt. Ich muss das wissen, bevor ich... Bevor du was? Bitte beantworte einfach nur meine Frage. Es hat auch nichts mit dem Job zu tun. Ich möchte es einfach nur wissen. Hajo, ich bin glücklich. Wieso habe ich das Gefühl, dass alle immer wie selbstverständlich davon ausgehen, dass es zwischen mir und Tom schief geht? Mensch, Eva, jetzt mach doch mal die Augen auf! In 10 Jahren bist du 60. Spätestens dann wird sich dein lieber Tom eine Frau suchen, die halb so alt ist wie du. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Feierabend gleich. Essen? Pizza. Im Kühlschrank. Wo war der denn? In meinem Mantel. Ja, stimmt. Den hatte ich an, als ich einkaufen war. Kann ich Fernsehen? Leitung vom Institut angeboten. Bien, da sagst du mir jetzt einfach so. Mhm. Was? Mhm. Ja? Hä? Ja. Ja? Ja. 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 Alles okay, Frau Direktorin? Mhm. Ich bin einfach nur müde. Tom? Was? Ich möchte deine Eltern kennenlernen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Oh. Komm bitte. Nein. Bitte. Ja, erst Hallo. Hallo. Eva Schumacher. Schütte, angenehm. Hallo. Hallo, Junge. Hi. Na, komm mal her, du kleiner Ratte. Wo ist denn mein Junge? Wo ist mein Junge? Zeig, was du noch drauf hast. Komm her. Na, komm, bist du doch bitte. Wehr dich doch mal. Wehr dich doch. Oh. 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 Das ist so. Süß. Was ist los? Gott, sind die süß. Ich bin Hebamme. Trinken Sie Tee? Ja, schwarz gern. Und das hier ist fast alles hausgebunden. Ach Gott, damit hat meine Tochter mich auch gerade überrascht. Also, mit einer Hausgeburt meine ich. Oh, dann sind Sie ja schon Oma. Gratuliere. Fast Rost angesetzt. Und du bist verdammt alt geworden. Was sagst du da? Du hast mich schon richtig gehört. Pass auf. Auf. Komm her. Komm her. Das bin Papa. Jetzt hör endlich auf. Nein. Was, wenn du sagst, dass die Frau deiner Küche, dass das die Mutter deiner Freundin ist? Sie ist es nicht. Verstehe. Chance, Papa. Du meinst das wirklich ernst? Ja, ich meine das ernst. Möchte sonst noch jemand? Schön haben Sie es hier. Aber manchmal wäre ich froh, wenn wir nicht hier rausgezogen wären. Aber für Tom war es schön. Stimmt doch. Jetzt lässt er sich ja nicht mehr oft blicken. Und erzählen tut er auch kaum was. Wohnen Sie auch in München? Ja, ich wohne in Neuhausen. Ich habe da ein Haus. Wir wohnen zusammen schon seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren? Ich dachte, Sie wohnen da allein.
Nein. Ich zahle Miete genau wie Eva. Und wo habt ihr euch kennengelernt? Im Casino? Nein, im Zug. Also spielen also nicht? Oh nein, ich kann nicht pokern. Tom hat versucht, es mir beizubringen, aber bei mir ist der Hopfen und Malz verloren. Das macht Sie sehr sympathisch, Eva. Man kann in Ihnen lesen wie in einem offenen Buch. Das gelingt mir bei meinem Sohn nicht immer. Bitte nicht das. Wie in einem offenen Buch. Jochen. Ja, und was? Sie möchten jetzt wissen, was ich lese. Lass Sie in Ruhe. Ich lese da, liebe Eva, dass Sie nicht die Richtige sind für meinen Sohn. Und wissen Sie warum? Nicht, weil mein Sohn mit Ihnen keine Kinder haben wird. Und meine Frau dann keine Enkel, die sich so sehr wünscht. Nein, nein. Und auch nicht, weil ich glaube, dass Sie viel zu alt sind für ihn. Nein, einzig und allein, weil Sie zweifeln, Eva. Sie. War dein Wochenende? Ach, Dimi. Nächste Frage, bitte. Ich muss dir was zeigen. Was denn? Du bist die Erste, die es erfährt. Eine Einladung? Ja. Du heiratest. Ja. Ja! Komm, mach schon auf. Vielleicht behältst du es noch ein bisschen für dich. Wir machen es nämlich erst nächste Woche offiziell. Ja. Okay, danke. Ciao. Wolltest du mich sprechen, Hajo? Ja. Magst du was trinken? Wodka. Was? Nein, gib mir einfach ein Wasser, bitte. Ja. Bertram hat mich angerufen. Bertram? Du willst mich wegen Bertram sprechen? Ja, wieso? Ach, nix. Also, um es kurz zu machen, der Vorstand möchte einen zweiten Vorschlag für die wissenschaftliche Leitung neben dir. Was? Wieso denn das jetzt plötzlich? Ich weiß es nicht. Das glaube ich dir nicht. Ja, der scheint irgendwas hier Runde gemacht zu haben. Ich meine, die Sache mit dir und Tom. Ach, was hat denn das mit mir und Tom zu tun? Du weißt doch, wie der Vorstand ist. Ne? Nein, das weiß ich offensichtlich nicht. Bertram hätte einfach gerne noch jemanden zur Auswahl, der... Der was? Er sprach von einem Kandidaten mit etwas mehr Bodenhaftung. Bodenhaftung? Hat er das so gesagt? Er braucht Stabilität in seinem Team, vor allem auf der Führungsebene. Und das mit Tom hält er für unrealistisch. Entschuldige mal, was ist denn das für ein Quatsch? Du weißt doch, wie die ticken. Nein, das weiß ich offensichtlich nicht. Eva, das heißt doch noch lange nicht, dass du deshalb automatisch aus dem Rennen bist. Und? Wen hast du vorgeschlagen? Der will Dennis Hofreiter. Übrigens, danke für die Einladung. Was für eine Einladung? Was ist das hier? Eine Party? Eva, ich habe heute früh den Deal meines Lebens gemacht. 400.000 mit einer einzigen Transaktion. Wir wollten das nur ein bisschen feiern. Und wann hast du vorgehabt, mir das zu sagen?
Wir wollten vorglühen, dann rübergehen ins Charlie. Ich konnte nicht wissen, dass du so zeitig nach Hause kommst. Na, dann würde ich mal vorschlagen, geht rüber ins Charlies. Das macht erst in einer halben Stunde auf. Tom, ich bin in einer halben Stunde wieder da und da will ich hier niemanden mehr sehen. Sag mal, spinnst du? Ich wohne auch hier, genau wie du. In einer halben Stunde, Tom. Zieht euch was an, die Party ist vorbei. Bleib mal locker. Ja, ich bleib locker. Hau ab! Tom? Kann ich dir irgendwie helfen? Nee, glaub nicht, Fanny, danke. Hey. Du kannst auch gern bei mir pennen, wenn du willst. Nee, alles gut, danke. Ben hat auch eine Couch. Ja, nur ein Angebot. Tom? Morgen, die Damen. Morgen. Bis später. Was ist denn mit dem los? Mami, ich hab dir zwei Flaschen abgefüllt, ja? Die erste bekommt er ungefähr in einer Stunde. Die zweite irgendwann später. Ich weiß noch nicht genau, wann ich wiederkomme. Pass bloß auf, dass du sie nicht verschütterst. Weil ohne Milch ist hier Polen offen. Mami. Was? Der Schnuller. Hm? Oh, entschuldige. Entschuldigung. Was? Sag mal, was ist eigentlich mit Morten? Das ist nicht dein Ernst, oder? Wieso? Was? Morten ist wieder in Berlin. Wir sind nicht mehr zusammen. Oh Gott, entschuldige. Ich habe gedacht, ich... Oh, entschuldige, ich bin total durch den Wind. Ich habe irgendwie überhaupt nicht mehr geschlafen, seit Tom nicht mehr da ist. Und hast du ihn mal angerufen? Ja, Mailbox. Eine Nachricht hinterlassen? Nein. Bei mir hat es funktioniert. Was? Ja, vorgestern. Ich brauchte einen Babysitter, aber meine Mutter war wie vom Erdboden verschluckt. Also habe ich ihn angerufen. Mailbox, Nachricht hinterlassen. Zurückgerufen, ganz einfach. Tom war hier? Und was hat er denn gesagt? Ich meine, was hat er denn über uns gesagt? Ich meine, Mami, stopp. Ja, Tom war hier. Nein, wir haben nicht über euch gesprochen. Er hat einfach nur zwei Stunden auf Anton aufgepasst. Das war's. Okay. Was? Bitte. Nein. Sprich ihm aufs Band. Nein. Na los. Hör auf. Mach schon. Tom Schütte, Nachrichten nach dem Piep. Hallo, hier ist Eva. Ich wollte... Hallo, grüß dich. Darf ich meine Frau vorstellen, Verena? Sehr erfreut. Dennis hat mir ja schon gesagt, dass Sie Geschmack haben, aber das übertrifft wirklich alles. Wo haben Sie das denn aufgetrieben? Ich
ehrlich zu sein, alles aus dem Internet. Genial. Und dann auch noch auf Griechisch. Sehr originell. Gibt es eigentlich schon eine Entscheidung? Ich habe keine Ahnung. Frag doch Bertram. Da hinten steht er. Und hiermit frage ich Sie, lieber Herr Hans-Joachim Koller, wollen Sie die hier anwesende Elena Dimitredou zu Ihrer angetrauten Ehefrau nehmen, bis dass der Tod euch scheidet? So antworten Sie bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Hallo, Eva. Und hiermit frage ich Sie, Gott, hast du mich erschreckt. Dimitredou, möchten Sie den hier was machst du denn Herrn hier? Hans-Joachim Koller zu Ihrem angetrauten Ehemann nehmen, auf den Tisch. Bis dass der Tod Sie scheidet, so antworten Sie bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Dann erkläre ich Sie hiermit Kraft meines mir verliehenen Amtes zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Keine Angst, ich bin nur ein guter Freund. Eine Sache muss ich dir noch sagen. Die Herren vom Vorstand haben sich noch mal nach den privaten Verhältnissen erkundigt. Und? Was hast du gesagt? Dass du, soweit ich weiß, nicht liiert bist. Ajo, komm! Ja. Was hätte ich Ihnen sagen sollen? Jan. Toll. Danke der Nachfrage. Mir geht's toll. Und dir? Ich hab dich vermisst, Eva. Wo warst du denn? Willst du das wirklich wissen? Nur wenn es wichtig ist. Für uns meine ich. Ist es nicht. Wirklich? Ohne dich einzuschlafen. Und es ist noch schrecklicher, ohne dich aufzuwachen. Geht mir genauso. Ich liebe dich, Eva. Wenn ich was begriffen habe in den letzten Tagen, dann das. Willst du mich heiraten? Ich dachte, du fragst mich nie. Hey.
ist mein Ernst. Ich kündige. Hast du dir das auch wirklich gut überlegt? Ich meine, die Sache ist noch nicht entschieden. Und mir wäre das wirklich wichtig, dass du das hier übernimmst. Hajo, du hast immer gewusst, wie du taktieren musst, um dich durchzusetzen. Aber ich habe da einfach keine Lust mehr drauf. Sollen sie doch Dennis nehmen oder so? Ach, scheiß doch auf Dennis! Warum gibst du auf? Wer sagt denn, dass ich aufgebe? Aber wenn euch mein Privatleben wichtiger ist als meine Kompetenz... Was heißt denn hier euch? Hajo, ich will endlich meine Ruhe. Wir sind ein ganz normales Paar. Grüß Bertram. Eva. Eva! Dann probier eben dieses hier an. Leonie, ich heirate dich in weiß. Es ist nicht weiß. Das ist fast weiß. Wieso denn nicht? Weil das lächerlich ist in meinem Alter. Außerdem will ich den Fummel ja später auch noch mal anziehen. Gott, du bist so unromantisch. Leo, wir heiraten, damit wir endlich unsere Ruhe haben. Mir war das noch nie wichtig. Das glaube ich dir nicht. Dann glaub's mir halt nicht. Zieh's wenigstens einmal an. Für mich? Nö. Bitte. Nee. Hallo? Hallo. Hi. Kann ich was für Sie tun? Ich wollte fragen, ob... Ich kenne Sie doch. Ist Tom zu Hause? Nein, der ist beim Sport. Aber soll ich ihm was ausrichten? Nee, ich komme später noch mal wieder. Komm, sag's ihr. Nein, warum denn? Du siehst doch, das spinnst du. Sagen Sie Tom einfach, dass er Vater wird, okay? Komm, wir gehen. Okay. Eva? Alles okay? Was passiert? Fanny war hier. Und? Ruf sie an. Ruf sie an. Hey, Fanny, hier ist Tom. Ja, ich bin noch dran. Beruhig dich, Fanny, ich komme gleich vorbei, ja? Redest du da, wie wir heiraten? Es hatte doch noch nie einen Sinn. Ich muss raus.
was mir Oma gekauft hat. Mami, du sollst dich nicht immer so ausnehmen lassen. Anton hat er schon. Skateboard, Rollerblades. Aber kein Kickboard. Und die Rollerblades sind zu klein. Ich habe für morgen Abend ein paar Freunde zum Essen eingeladen. Magst du nicht auch kommen? Ich habe extra Simon eingeladen. Er hat sich total gefreut und meinte, dass er dich sehr gerne wiedersehen will. Also verkuppeln musst du mich jetzt echt nicht. Willst du jetzt für immer allein bleiben, oder was? Er hat mir auf deinem Geburtstag eine Stunde von seiner barrierefreien Eigentumswohnung erzählt. Jetzt bist du ungerecht. Simon ist noch keine 60. Ich brauche keinen Mann. Es geht mir gut. Und ich habe keine Lust, mir jemanden anzulachen, der auf seine alten Tage noch versorgt sein will. Von mir. Sie können sich's gerne mal anschauen. Das war okay. Durch diese wird das zu reinigende Wasser gepresst. Nicht durch die Membran. So, was die Warmstruktur betrifft, ist es da nicht möglich? Ich habe jetzt leider keine Zeit mehr. Heben Sie sich Ihre Frage für nächste Woche auf, ja? Frau Dr. Schumacher, ich wollte Sie noch fragen, ob ich eventuell meine Doktorarbeit bei Ihnen machen kann. Lukas, ich nehme dieses Jahr keine Doktoranden mehr. Und darf ich Sie dann wenigstens zum Essen einladen? Wir sehen uns morgen, okay? Aber ich, Fanny und ich teilen uns die Vormundschaft. Das kriege ich hin, allein. Ist das deins oder meins? Das mit dem Kind hätte dir mit jedem Mann passieren können. Ja, vielleicht. Es gibt keine andere Frau für mich, verstehst du? Nimm einfach dein Zeug. Hey Eva. Ich hab dir eigentlich Blumen mitgebracht, aber die Schwester am Empfang hat die mir gleich wieder abgenommen. Die haben ganz strenge Regeln hier. Ich lass sie doch mal allein. Du bist ja groß geworden. Was machst du hier?
Leonie, ich habe gehört. Warst du schon öfter hier? Können wir uns kurz draußen unterhalten, bitte? Wer ist das, Mami? Das erzähle ich dir gleich. Passt auf die Tasche auf. Du kannst hier nicht einfach so auftauchen. Ich glaube nicht, dass sie dich sehen möchte, wenn sie aufwacht. Das verkraftet sie nicht. Verstehst du? Mama, Oma ist wach. Okay, Anton. Anton, du gehst schnell hoch zu Oma und du sagst ihr, dass ich gleich da bin, okay? Ich komme nach. Okay, Mama. Okay, danke. Oh Gott, mir seit Wochen läuft das. Leonie, ich will sie sehen. Nein, du gehst einfach. Haben Sie eine Ahnung, wo Sie hier sind? Im Institut. Das Aufwachen kann Tage dauern. Es grenzt an ein Wunder, dass es überhaupt so weit ist. Tom. Wer ist Tom? Es ist schon komisch, was mit einem so im Koma passiert. Ich habe die ganze Zeit von ihm geträumt. Kann man das so sagen? Geträumt? Nicht einmal von Hajo oder von deinem Vater. Immer nur von Tom. Aber ich kann heute Nacht doch wirklich hierbleiben. Nein, das ist doch nicht notwendig. Du sollst nicht allein sein. Lieb von euch, aber ich komme ganz gut allein zurecht. Aber wenn was ist, dann meldest du dich. Oder du, ja? Klar, mache ich. Ich mache mir einfach nur Sorgen. Es war echt hart die letzten Wochen. Wirklich alles in Ordnung, Eva? Ich bin jetzt gerne ein bisschen allein. Ja, guten Tag. Ich hätte gern die Adresse und die Telefonnummer von einem Teilnehmer in München.
du da. Ich wollte mich entschuldigen. Entschuldigen wofür? Ich habe regelrecht darauf gewartet, dass sowas wie mit Fanny passiert. Ich habe von dir geträumt. Im Koma. Ständig warst du da. In meinem Kopf. Eva, ich war da. Ich will mit dir alt werden. Bin schon alt. Musst du immer das letzte Wort haben?